Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Final Fantasy 7. Wir befinden uns in der Midel-Region auf der Suche nach Cloud, der unter Umständen aus dem Lebensstrom vielleicht wieder ausgespuckt hätte werden können. Was das Sinn macht, ich weiß es nicht, aber wir gucken mal. Das ist schön, dass wir hier heiße Quellen haben, aber das klingt doch schon mal gut. Und alles ist ruhig, ja? Das ist prinzipiell auch gut, nehme ich an. Waffenladen, ne? Waffenladen! Okay. Was ist los? Du bist ja plötzlich so freundlich. Ach so, ist das. Samolen-Gemüse soll es sein, ja? Bitte sehr. Habe ich überhaupt sowas? Okay, hier ist. Dem Schokobo scheint das Gemüse zu schmecken, steht da. Wie schön. Wie süß. Ich würde ihm am liebsten ein bisschen kitzeln. Was? Dann kitzel ich ihn hinter den Ohren, oder was? Substanz von Schokobo erhalten. Ich glaube, die Musik gibt gerade ganz gut wieder, was ich mir denke. So, was? Müsste die hier gewesen sein? Beinhalten. Gefrieren, zerbrechen, Tornado, Flamme. Es ist eine sehr starke Substanz, wenn man mich fragt. Von daher lohnt es sich. Und nein, ich wusste nichts mehr davon, aber random rumgedrücke. Und mal ganz ehrlich, welches Tier mag es denn nicht, wenn man ihn hinter den Ohren krault? Ja, ich habe nicht gelesen, was du gesagt hast, aber wenn es ein Witz war, dann bin ich froh. Mhm, Kristallhandschuh. AM-Kanone. Kristallsachen eben, ne? Drei Stück Partisane. Die ist sogar besser mittlerweile, aber keine Lust. Ja, Kristallhandschuh, AM-Kanone, Kristallkamm und. Ja, komm, er hat so wenig Sachen, er braucht auch mal ein bisschen Ausrüstung. Hat man ja gesehen, als Kate Sidman mit uns gekämpft hat. Das war ja gar nichts. Ja, gut, also bei ihr ändert sich nichts, das ist schön. Jetzt ist mal eine Waffe besser, das kann man nicht mehr vertuschen. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Ach, ich finde die Musik einfach klasse. Tut mir leid. Ah ja, ihm muss ich dann hinterher noch ein bisschen Substanz geben. Oder mache ich lieber jetzt. Bevor ich es wieder vergesse. Falscher Charakter, danke. Einmal ordnen bitte. Damit ich ungefähr sehe, was ich bekommen kann. So, das reicht an Zaubersubstanz. Zusatzschlag. Ah, bitte sehr. MP Turbo könnte ich hier einbauen. Da, bitte sehr. Dann kannst du hier den Kometen haben. Hast so ein bisschen HP-Absorbierung. Eine alle Substanz, einfach nur, weil ich kann. Habe ich kein feines Können mehr? Barrett hat mein drittes, ne? Ja, ist okay. Ist okay. Neo-Bahamut. Geschwindigkeit. Feinde anlocken kann mich mal sowas von kreuzweise. Todesschlag, warum nicht? Und Morph. Ja, das klingt gut. So, nachdem wir jetzt ausgerüstet sind, minimal besser, und wir einen Schokobo gekraut haben hinter den Ohren. Bester Moment im gesamten Spiel. Gehen wir hier hin. Was ist los? Bist du ganz alleine? Oh nein, ich habe ihn nicht angeredet. Du hast dich verirrt, oder? Getrennt von der Person, die du liebst? Dummer Kerl. Es wird wohl nur eine Woche her sein, seit er hier angeschwemmt wurde. Armes, stachelköpfiges Ding. Wer redet so über eine Person? Es war wirklich traurig. Aber auch seltsam. Er hatte dieses wirklich lange Schwert. Ich weiß nicht, sieht mir stark nach Pech aus. Aber das Überraschendste waren diese komischen blauen Augen. Was? Warte mal eben, was hast du gerade gesagt? Entschuldigung, der Junge, von dem du gerade gesprochen hast. Ja, ein Dorfbewohner hat ihn ein Stück der Küste abwärts gefunden. Das war etwa vor einer Woche, wenn ich mich recht entsinne. Armer Kerl, er muss von irgendwo weit her angespült worden sein. Cloud, es muss einfach Cloud sein, es ist Cloud! Hier,
Gut gemacht, Tifa. Wo ist er? Ist er in Sicherheit? Wo ist er jetzt? Ja, hier oben in der, Klinik. Er lebt. Cloud lebt. Cloud! Halt! Warum auch immer halt? Und der Hund folgt ihr sogar. Der Hund mag sie, aber das ist ihr jetzt gerade egal. Das ist doch traurig. Cloud? Hier, so wie sie herumrennen, könnte man meinen, der Meteor sei heruntergekommen. Entschuldigung, ich habe gehört, dass ein Freund von mir hier gepflegt wird. Ein Freund? Ach ja, dieser Junge? Keine Sorge, dein Freund befindet sich nebenan, aber sein Zustand ist... Hier? Hier bin ich. Cloud? Oh, Cloud, ich bin so froh, dass du in Sicherheit bist. Cloud? Hä? Stimmt was nicht, Cloud? Cloud, was ist passiert? Marco-Vergiftung, in ziemlich fortgeschrittenem Stadium. Dieser junge Mann scheint für längere Zeit einer Menge Marco-Energie ausgesetzt gewesen zu sein. Er weiß wahrscheinlich weder wer, noch wo er jetzt ist. Armer Wurm, nicht einmal seine Stimme funktioniert. Er ist buchstäblich meilenweit entfernt. An irgendeinem Ort, wo noch niemand zuvor war. Ganz allein. Doktor! Wie schrecklich. Verdammt, das ist übel. Cloud. Lassen Sie uns bitte kurz allein. Würde es Ihnen etwas ausmachen, draußen zu warten? Ich bin ganz ehrlich, dieses Geräusch im Hintergrund, da war ich mir nie sicher, ob das komische, erstickte Schreie sein sollten oder ein quietschender Rollstuhl, aber da er den eigentlich nicht bewegt, tendiere ich immer zum Ersten und das ist wirklich nicht schön anzuhören dann. Also wenn man mich jetzt fragt, gibt bestimmt noch Leute, die denken, yes! Warum? Was soll ich tun? Bitte Cloud, sprich mit mir. Sag mir, dass du mich siehst, dass du mich hören kannst. Sag es mir bitte. Ich habe es bis hierher geschafft, weil ich an unsere gemeinsame Erinnerung geglaubt habe. Das ist nicht wahr. Das ist einfach zu schrecklich. Oh, Cloud, ich... Herr Doktor, wie stehen die Chancen? Wird er jeweils wieder Piano spielen können? Hören Sie zu, Doktor. Warum sagen Sie uns nicht die Wahrheit? Was ist mit Cloud? Ist mit ihm alles in Ordnung? Ich wollte schon sagen, wieso die Wahrheit? Ich wiederhole es noch einmal, er leidet an einer Marco-Vergiftung. Ich habe noch nie einen so schlimmen Fall gesehen. Eine riesige Menge mit Wissen getränktes Marco wurde ihm in sehr kurzer Zeit in sein Gehirn gepackt. Ein normaler Mensch hätte das nicht überlebt. Es ist ein Wunder, dass er überhaupt noch lebt. Kein Wunder, nachdem er in den Lebensstrom gefallen ist und dann hierher gespült wurde. Aber denke daran, das Licht der Hoffnung kann überall gefunden werden. Könnte ein Spruch aus Kingdom Hearts sein. Naja. Wenn du die Hoffnung aufgibst, was wird dann aus ihm? Hoffnung. Ich denke, das ist alles, was uns bleibt. Alles in Ordnung?
Ja, es tut mir leid, dass ihr euch alle Sorgen gemacht habt. Ich möchte euch allen etwas mitteilen. Deswegen gehe ich jetzt erstmal wieder in das Haus. Für dramatische Effekte. Es ist mir alles völlig egal. Nur nicht Cloud. Ich möchte bei ihm sein. Ja, das ist das Beste. Ja, genau. Halt durch, Tifa. Es tut mir wirklich leid. Im Moment... Alles okay. Wir werden bald wieder vorbeisehen. Sei tapfer, Tifa. Und kümmere dich gut um Cloud. Okay. Wir sollten so langsam zurück zu Highwind gehen. Tja, mehr können wir momentan hier wohl nicht ausrichten. Damit haben wir wieder ein Partymember weniger. Was machen wir jetzt? Was können wir tun? Hä? Gibt's denn nichts, was wir tun können? Und sag nicht, wir sollen warten, bis es Cloud besser geht. Oh, ich hab Neuigkeiten. Ja was, dass du ein Spion bist? Ratatatschigen? Ja, aber das hab ich euch ja schon gesagt. Gesagt ist gut, erstmal hast du uns verraten und dann wurde es so langsam erklärt. Und wer es ist, wissen wir in dem Spiel eigentlich immer noch nicht. Kiahaha und Kiahaha haben etwas vor. Willst du lauschen? Doppelspion. Sowas aber auch. Also denn, wir stehen zwei Problemen gegenüber. Erstens den Meteor zerstören, zweitens die Sperre um die Nordhöhle beseitigen und Sephiroth schlagen. Irgendwelche Ideen? Ja. Das erste Problem haben wir bereits gelöst. Der Meteor wird bald in Stücke zerschmettert. Der Plan wurde bereits in Gang gesetzt, und zwar große Substanz in jeder Region zu sammeln. Nun. Bei großen Substanzen handelt es sich um Substanz mit hoher Dichte, die durch ein spezielles Kompressionsverfahren in Makoreaktoren entsteht. Die daraus entzogene Energie hat die 300-fache Stärke von normaler Substanz. Was halten Sie davon? Wir sammeln alle große Substanz und rammen sie in den Meteor. Das verursacht eine riesige Explosion. Dadurch zerfällt der Meteor buchstäblich in kleine Stücke. Meinst du, wir haben die Technologie dafür? Mach dir darüber keine Sorgen. Viel wichtiger ist, große Substanz in allen Regionen zu sammeln. Wir haben bereits Substanz in Nibelheim gesammelt. Was noch bleibt, ist Corell und Fort Condor. Ich habe bereits Truppen nach Corell entsandt. Oh, Corell, wie schön. Das wird den Leuten da bestimmt gefallen, nachdem sie in die Armut getrieben wurden durch Shinra. Super. Corell! Was können Sie Corell noch antun? Und die große Substanz. Du meinst die große Substanz? Nein, ich meine die minimal größere Substanz, nicht die ganz große. Ugh. Ich habe davon gehört. Wenn sich unsere kleine Substanz der größeren nähert, sollte etwas passieren. Da bin ich mir sicher. Deshalb verwenden wir die Stärke von Substanz in unserem Kampf. Wir können die große Substanz nicht in die Hände von Shinra fallen lassen. Außerdem will ich Cloud diese große Substanz zeigen, wenn er zurückkommt. Er wird schockiert sein. Nun, was sagst du, Barrett? Wo du ihn immer heruntermachst, willst du doch, dass Cloud zurückkommt. Ich sag nix über nix. Du hältst einfach das Maul. Jede Gruppe muss einen Führer haben. Und das bin ich. Oder ich wär's jedenfalls gerne. Aber ich habe nicht das Zeug dazu, mein Führer zu sein. Das ist mir erst vor kurzem klar geworden. So Leute,
Werden wir die große Substanz vor Shinra schützen können? Das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin würde ich aber allerdings sagen, auf Wiedersehen und Tschüss und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.